Ja, Leute, herzlich willkommen bei RunCV. Ich war gerade, also was heißt gerade, gestern besser gesagt, wenn ich das Video hochlade, auf Twitch live, Leute, und habe einfach festgestellt, dass man in diesem Modus schnell leveln kann. Man kann diesen Modus öffentlich und privat machen. So, Anas, wie willst du uns erklären? Und zwar, ihr kommt einfach hier und ihr wird die ganze Zeit hier die ganze Zeit springen. So macht ihr das und drückt einfach Boost, dann bekommt ihr einfach 4k. Immer wenn ihr drauf springt, bekommt ihr einfach 4k XP. Und immer wenn ihr eine kleine Jump hier macht, bekommt ihr auch ein bisschen XP und Punkte. Und zweite Sache ist, ihr müsst 2500 Meter fahren, da bekommt ihr viel XP die ganze Zeit. Aber jetzt werden wir ganz kurz probieren, ob das jetzt wirklich jetzt klappen würde für euch. Also ich habe das mehrmals gemacht, ich habe das ein Level geschafft tatsächlich dadurch die ganze Zeit. Sag mal so 15 Minuten war ich ein neues Level. Sehr, sehr, sehr krass. So, müsst ihr Gas geben. Hoffe, das schaffen wir. Jawohl, wir haben knapp geschafft. Ihr müsst halt immer treffen. Ja, so, gleich schaffen wir auf jeden Fall die 2500. Geil. Leute, für die Leute, die das wissen, hier ist der Code. Das ist von Fortnite so. Ich habe das nicht eingestellt, gar nicht. Also muss man einfach nur ganze Zeit fahren. Starten, entweder mit deinen Freunden, privat, öffentlich, wie du willst. Einfach hier kommen und springen und natürlich Gas geben und zack, bekommst du 4k XP. Es ist auch legal, also das darfst du machen. Wisst ihr, ich meine, es ist halt ein Modus. Ja, ist ein XP-Modus, aber für euch Leute, ich wusste selber nicht. Jawohl, jetzt haben wir die 2500 geschafft und ihr müsst nur die ganze Zeit fahren. Ihr habt eine Minute Zeit, sagen wir so, eine Minute schaffe ich 10k, Leute, aber mit Jumped und so schafft ihr easy 30k in 5 Minuten oder so, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt, ich bekomme die ganze Zeit jetzt XP. Sehr, sehr, sehr geile Aktion tatsächlich hier. Krass, krass. Ich bin einfach überrascht einfach. So, jetzt machen wir mit dem Jump. Hoffe, wir verkacken wir jetzt nicht. So, drücken wir XP. Jawohl, 4K mit dazu. Sehr, 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 sehr nice. Zack. Zack. Seht ihr? So, ihr müsst die ganze Zeit fahren. 30 Sekunden noch. Ich schaff das easy 10k schon. 10k XP. So, noch ein Jumpet. Da würde ich gerne auch gucken, wie was ich da bekomme. Beim Jump. Oh, auch XP. So, noch eine Jump. 16 Sekunden noch, guck. Okay. Oha, oha. Jetzt bekomme auch extra dazu auch XP. Nice, nice. Krass, und das ist jede Runde wird neu gestartet. 12, fast 12k innerhalb von einer Minute, Leute. Das ist doch Wahnsinn, Leute. Das ist wirklich sehr, 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 sehr geil. Das wollte ich euch mitteilen, Leute. Ganz kurz, Leute, wie jetzt nicht wundern, falls ihr neu startet, die ganze Zeit stirbt, die ganze Zeit solche Wände kommen. Es ist einfach ein Modus, das heißt, du kannst nicht hinfallen. Ja, das ist bei diesem Modus leider ein bisschen kacke, da bekommst du ein bisschen. Also jetzt gerade, da bekommst du ein bisschen weniger XP, da musst du nur die ganze Zeit fahren, bis du 2500 XP hast, dann hast du das, ist eigentlich easy, bisschen weniger als den vorigen Runde. Ja, immer ändern sich die Runde, aber falls sowas dann kommt, nicht wundern, alles gut, dann mach einfach die Runde, fahr einfach bis 2500 und fahr die ganze Zeit. Wenn du stoppst, geht das weg, das heißt, du musst die ganze Zeit nur fahren, Boost geben, du bist auch schneller unterwegs und da bist du auch schnell beim Meter fahren. Ja, das war's, Leute, mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen. Das wollte ich nur informieren. Lasst gerne ein Like da und folgt mich auf Twitch, wenn man so freuen würde und dort ein Follow da lässt. Und ja, da kann man hier alleine springen, sonst habe ich auch jetzt 4k kassiert. Genau. Danke schön fürs Zugucken, Leute. Und bis zum nächsten Video. Heide. Ciao.